Moin Leute, den Inhalt dieses Pakets kriegt ihr gleich zu sehen. Ist frisch mit der Post gekommen und sollten eigentlich 2 Kilo sein. Und tja, jetzt habe ich hier schon festgestellt, weil ich dachte, ich mache erstmal die Hälfte, also 1 Kilo. Das ist mit Verpackung nicht mal 2 Kilo sind, also 1 Kilo 800 Gramm. Ja, und wenn ich jetzt gleich die Verpackung weggemacht habe, ist es ja noch weniger. Das ist schon mal nicht so schön, geht ja schon wieder gut los hier. So, ich habe das euch jetzt hier gleich mal in die Schale geschmissen. So sieht's aus, nachdem ich es aus dem Umschlag geholt habe, und es rieselte mir auch schon gleich etwas Sand entgegen. Ich habe so das Gefühl, das ist nur hier drinnen eingepackt und sonst in gar nichts. Was ebenfalls nicht so schön wäre. Also ich pack's jetzt mal aus und lasse euch das noch wissen. In der Tat war das Zeug nur in diese Tüte eingepackt. Und es klebt auch noch was davon drinne, ein paar Krümel, denn das Zeug ist feucht, ist nicht trocken. Also summa summarum, nur einzeln eingepackt, das ist schon mal nicht so schön. Es ist feucht, das ist schon mal nicht so schön. Und es war von Anfang an 200 Gramm zu wenig, das ist nicht so schön. Jetzt schauen wir mal, ob da Gold drin ist oder nicht. Ob es doch noch schön ist oder nicht. Los geht's. Jo Leute, 19. Folge Hobby Goldwaschen. Diesmal ein bisschen anders. Also, ich hab's ja schon gesagt, bisher war ich nicht ganz so glücklich. Mit diesem, ja, Produkt will ich nicht sagen. Es ist ja, ich habe mir das Angebot noch mal angeguckt. Genaueres sage ich euch nachher noch im Resümee. Auf jeden Fall wird hier kein Gold versprochen. Also sie garantieren kein Gold, aber es ist am ehesten darin zu finden als irgendwo anders in einem Fluss in England im Norden irgendwo. Ja. Okay, und es wird auch nicht gesagt, ob das Produkt nass oder trocken kommt. Es ist ja nur nass gekommen. Und da habe ich halt immer noch zu bemängeln, dass es jetzt, nachdem alle Verpackungen weg sind, es waren 1,7 Kilo. Und ich habe das jetzt in 2 Beutel aufgeteilt. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, das jetzt in 2 Etappen zu machen. Ne? Jeweils 850 Gramm Beutel. Einen mache ich jetzt, einen wann anders. So ist jedenfalls momentan noch der Plan. Und das Zeug kann eigentlich nur noch überzeugen, indem da jetzt Gold drin ist. Das Angebot sagt Feingold. Ja. Schauen wir mal. Nachdem es ja noch in der Verpackung drin klebt, muss ich es ja auch irgendwie rausholen hier. Es könnte ja Feingold dran kleben. Man weiß es ja nicht. War auf jeden Fall nur in dieses schwarze Teil verpackt und dann eben halt in diesen gepolsterten Briefumschlag. Na gut, ist jetzt nicht ganz so optimal. Da will ich auch nicht allzu sehr drauf rumreiten, aber könnte man vielleicht noch besser machen. Gut, Gold. Dann zeige dich. Überzeuge uns.
Ja, wie ihr eben so ein bisschen gesehen habt, habe ich das hier im laufenden Betrieb noch ein bisschen kategorisiert. Dem und dem Sieb. Und es waren in der Tat noch viele Steine, die ich rausholen konnte. Das war jetzt die Siebung mit dem kleinen Küchensieb. Also auch hier sehe ich keine interessanten Steine und denke auf keinen Fall, dass da Nuggets drin sind, weil also dieses Angebot spricht von Feingold. Ja. Also ist das übrig geblieben. Und das nehme ich mir dann jetzt mal vor. Ich mache es in zwei Etappen. Auf geht's. Okay, ich habe jetzt die erste Siebung gemacht und ich sehe hier keinerlei Gold. Ich sehe auch nur ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen Schwarzsand. Das sieht nicht gut aus. Ich mache jetzt noch die letzte Schaufel von diesem ersten 850 Gramm Beutel. So, und dann gucken wir mal. Ja Leute, meinen ersten 850 Gramm Beutel habe ich durch. Das bisschen Schwarzsand, was ich gefunden habe, habe ich rausgeholt. Das gucken wir uns nachher mal an. Gold war bisher nicht drin. Ich mache jetzt den zweiten Beutel. Sein Schicksal ist besiegelt. Der ist jetzt dran. Ich gucke da rein. Ich mache allerdings die Kamera aus. Sollte irgendwas Interessantes sein, lasse ich euch das wissen. Okay Leute, ich habe jetzt den zweiten Beutel so ein bisschen halb durchkategorisiert. Also eine Schaufel habe ich noch, die haue ich gleich noch durch den Küchensieb durch, hole die größeren Steine noch raus und wasche es dann noch aus. Und habe also eben gerade schon eine Schaufel gemacht. Und also man mag es nicht glauben, aber tatsächlich, ich versuche das zu zeigen, es ist ein Stückchen Gold da drin. Und zwar... Na da, ihr könnt sehen, ja, da. So, links am Rande, ne, wie ihr seht. Das ist ja schier weg, unfassbar. Okay. Dann gucke ich mal weiter. Ich mache die Kamera jetzt wieder aus. Ja, schauen wir mal. Ich melde mich wieder, wenn was ist. Ja, also... Ich melde mich einmal kurz ab. War nichts weiter drin. Was ich habe, zeige ich euch jetzt im Resümee. Ja, nö, Leute, ich melde mich doch noch nicht ab. Ich habe jetzt eben gerade mal, als ich schon aufstehen wollte, mit den Eimer, mit den kleinen Steinen, die ich mir den Haushaltssieb mit meinem lütten Küchensieb hier rausgeholt habe, dachte ich, och, die wasche ich nochmal schnell durch. Und in der Tat scheint es so, als wäre hier noch Gold drin, Leute. Unglaublicherweise. Das hätte ich jetzt doch tatsächlich fast schon beiseite getan. Haha, aber eben nur fast. Guckt mal. Ja, ich tue nochmal eben die Steine weg, aber eigentlich könnt ihr es schon sehen. Da liegt's. Oh, da bin ich jetzt doch nochmal ein bisschen erstaunt. Also,
Hätte ich nicht erwartet und nicht vermutet, aber so ist es. Hier, noch einmal schnell in der Pfanne gezeigt. Da noch mal zwei Stückchen, ich sammle die jetzt ein. Ab zum Resümee, Leute. Auf geht's. So Leute, bevor ich auf dieses P-Dirt noch näher eingehe, lese ich mal eben kurz die Verkaufsanzeige aus dem Englischen übersetzt hier im Deutschen vor. Also unser Gold P-Dirt wird sorgfältig am Rande von Flüssen und Bächen, die aus Dartmoor kommen, ja, gesammelt. Gold wurde in Dartmoor und den umliegenden Gebieten seit Jahrhunderten gefunden, normalerweise als Nebenprodukt anderer Bergbauaktivitäten Eisen, Kupfer, Blei und Zinn. Die Goldflakes wurden von den Bergleuten gesammelt, die sie im Kiel einer Vogelfeder aufbewahrten. Heute werden noch kleine Goldpartikel aus den Granitfelsen ausgewaschen und vom Hochmoor bis an die Flussmündung gespült. All unser Paydirt wird aus Gebieten gesammelt, die durch geologische Untersuchungen als reich an Ertrag identifiziert wurden, das heißt Gebiete, die wissenschaftlich auf Gold und andere wertvolle Mineralien getestet wurden. Obwohl wir nicht garantieren können, dass jede Tasche Gold enthält, finden Sie Goldflakes in unserem Paydirt eher als in anderen Flüssen im Südwesten, also so wie ich das vorhin schon mal sagte. Unser Paydirt wird zweimal wöchentlich versendet und per Rollenmehl verschickt. 2 Kilogramm Gold Paydirt für so und so viele Pfund inklusive UK-Lieferung. Okay. Wie ich schon sagte, sagt dieses Angebot eben nicht, ob das Zeug nass oder trocken kommt. Das wäre schon noch interessant gewesen. Gut, es ist jetzt nass gekommen und eigentlich muss ich jetzt nur bemängeln, dass es nicht wenigstens 2 Kilo waren. Es waren mit Verpackung 1,8 Kilo, die Verpackung wog nochmal etwa 100 Gramm insgesamt, also es waren 1,7 Kilo und da es ja feucht ist, ist es halt noch weniger. Das ist so ein bisschen schade. Ja, ansonsten war das eigentlich doch ganz nett. Ich meine, das ist ein privater Kerl, der das wohl irgendwo verkauft. Dass es jetzt nicht in dem doppelt und dreifach eingepackten Bag mit Gold shiny und alles toll ist, das kann ich sogar nachvollziehen. Auf jeden Fall stammte dieses Zeug tatsächlich aus irgendeinem Fluss. Das hat man an den Steinen gesehen. Und das Gold sieht jetzt auch nicht unbedingt aus, als würde man das da reingetan haben. Also ich halte das tatsächlich für authentisch, dass es da wirklich original drin ist. Also ein echtes Paydirt. Gut Leute, dann würde ich sagen, genug herumgefaselt, dann gucken wir uns doch mal an, was wir rausgeholt haben und natürlich fangen wir mal wieder mit dem Schwarzsand an, da ist er auch schon. Dieses Bild zeigt den Schwarzsand, da ist das Magnetit noch drin, aber wir gucken uns jetzt den Schwarzsand direkt nochmal unter dem Mikroskop an und da habe ich den magnetischen Anteil schon rausgeholt, das ist also das nicht magnetische Zeug. Und naja, man kann es sehen, die Qualität des Schwarzsands ist halt sehr mäßig. Es ist wenig Schwarzsand dort gewesen. Also und naja, wo wenig Schwarzsand ist, da ist meistens auch wenig Gold. Allerdings hat das nicht immer was zu sagen. Aber naja, ihr seht es ja selbst. Der Schwarzsand hier ist jetzt ein leicht bläulicher Stein. Ganz, ganz kleines Ding. Mal kurz im Bild gewesen. Ansonsten ist der Schwarzsand hier nicht besonders spektakulär. Weswegen wir uns jetzt auch direkt mal dem Gold widmen. Ja, an dieser Stelle muss ich leider zugeben, dass ich Scheiße gebaut habe. Hier sollte jetzt eigentlich ein Video sein, mit der Mikroskoplupe aufgenommen von diesen 3 Fitzelchen Gold, aber ich habe es verkackt, ich habe es gelöscht irgendwie und kann es jetzt nicht mehr zeigen, kann es auch nicht wiederholen, weil ich das Gold schon ins Röhrchen reingefüllt habe. Deswegen gucken wir uns jetzt an, wie viel wir rausgeholt haben. We'll be right back.
0,015 Gramm haben wir gefunden. Und wenn wir jetzt 18 Karat zugrunde legen, dann hat das jetzt aktuell einen Wert von etwa 38 Cent. Ja, Leute, dann war es das auch schon wieder fast mit diesem Video. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, also als er geschrieben hat Feingold, dann war das untertrieben. Also für mich sind das eher schon Picker gewesen oder Flitter oder Flakes. Ja, aber Feingold sah für mich anders aus. Falls ihr diesem Paydirt auch mal eine Chance geben wollt, ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung rein, wo ihr das kaufen könnt. Ja, jetzt hier abschließend seht ihr natürlich das Gold, wie wir es jetzt in diesem Röhrchen drin haben. Ich danke euch wieder für euer Interesse, dass ihr euch mein Gestammel reingezogen habt und dann hoffentlich bis zum nächsten Video, Leute. Reingehauen!